Hallo von uns! Und was Leute, geht ab, Freunde? Willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade schon im Auto und warten auf Uhr. Wir holen den nämlich jetzt ab. Und Leute, wir haben eine Challenge in den Vlog reingemacht. Das hat sich Emrah gestern Abend ausgedacht. Und mega coole Idee. Erzähl du schnell, bevor der kommt gleich. Es gibt drei Preise, Leute. Und er weiß jetzt nicht, wie viel. Er darf nur eins aussuchen. Und er wird auch nicht erfahren, was in den anderen Preisen drin ist. Wir haben drei Umschläge verpackt mit einer Zahl. Und das sucht er jetzt aus. Leute, der kommt, deswegen können wir nicht weiter. Was geht, du Pfeife? Was geht, Uhr? Nichts. Willkommen im neuen Vlog? Yeah. Ja, okay. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Was geht ab? Wir sind angekommen. In Metzingen. Und Leute, jetzt. Der Outlet sind die Metzingen Beste. Jetzt wird erstmal geshoppt im Uhr. Was, yeah. Was geht heute? Was glaubst du? Schatten. Uhr, warum sind wir heute hier? Weil Uhr hat in Physik 1,7, Mathe 2,3. Aber nein, und nicht du nur musst, deswegen. Du musst loben, Kinder. Ein Mann, ein Wort. In Frankreich hat er mir versprochen, dass er nach Metzingen kommt. Yes. Das stimmt, Leute. Wer es noch nicht gesehen hat, Frankreich-Vlog auf jeden Fall jetzt nochmal einschalten. Ich blende Job ein. Ich kann es nicht. Oh, was haben wir noch? Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Okay, Leute, auf jeden Fall, Uhr weiß noch nichts davon. Aber jetzt zeigen wir mal Uhr. Wir haben uns was überlegt. Wir dachten, wir machen einen Vlog und verbinden das mit einem Einkauf. Jetzt sind wir so. Du hast drei Optionen, okay? Ja, okay, aber was ist da drin? Das sind dreimal verschiedene Preise. Das ist jetzt dein Glück, was du ziehst, hier in der Kamera, okay? Und so viel Budget hast du dann für heute zum Ausgehen. Warum? Junge, das ist ehrenlos. Warum ist es ehrenlos? Das ist ehrenlos. Okay, aber du musst jetzt trotzdem ziehen. Warum? Ja, okay. Aber warte, du hast doch drei Preise und du weißt nicht, was in den anderen drin ist. Du wirst auch nicht erfahren. Du wirst aber auch nicht erfahren. Nein, du willst anfielen. Das ist kein aber Geld nicht zu so viel, hallo. Da ist kein Geld. Achso, stimmt, da ist kein Geld. Da ist ja, Marco, du bist Gutschein anders. Hallo, sowas geht nicht. Du musst jetzt Dinger, du musst jetzt ich mische uns nicht mal hier, okay? Das ist einfach voll scheiße. Das ist voll geil. Kommt, wir machen Challenge. Wenn da 15 Euro dann hast du echt Arschkarte. Dann hast du Arschkarte. Hat ihr so niedrige Preise? Das hat alles. Okay, nimm. Hatte okay, jetzt mal auf. Wallah, ich bin auch gespannt. Was kommt nachher der Feier? Aha. Was ist raus? Warte, du musst schon die Kamera machen. Nee, der sagt 1000. Das steht nicht. Nein, nein, nein. War das meinst du? Nein, das war nicht meinst du. Ich sag nichts. Ja, morgen, ich bin wieder raus. Warte, aber warte, das war schon richtig gut, oder? Ey, Junge, war da noch 500? Leute, der hat einfach 350 Euro gezogen. 500. Hey, wie kann man so schanzlos sein? Also, wie kann man so viel Glück? Warum Glück, man? Da war bestimmt noch 500. Egal, die nächsten. Also 350 Euro, kann ich sagen, Sanabogine, ey, was? Du sagst, du falscher Fufi, Mann. Ja, du bist auch ein falscher Alter. Fufi. Alter, Leute, okay. Also, Junge! Jetzt gehen wir, wir haben noch eine Challenge, Uhr. Du hast in jedem Laden. Du hast in jedem Laden nur 15 Minuten. Ich werde 20. 15. Soll 15 machen? 350 Euro. Okay. Dann, wobei, ist egal eigentlich, oder? Ja, eigentlich ist egal. Aber der soll so ein bisschen Eile, so dumme Sachen kaufen. Hä? Ja, du bringst das so. Egal, außen, egal. Geil, geil. Außen, egal. Durch, geil. Okay, also. Okay, auf jeden Fall 15 Minuten pro Laden. Wir machen Stoppuhr. Okay. Das ist deine Challenge. Und dann wird hier so. Hier steht jetzt 350 Euro, aber warte! Und dann, wenn du irgendwas nimmst, wir machen so 50 Euro, 70 Euro und dann steht aber warte, da so. Pro Laden 350. Ja, okay, Mann, hier hat 500 Läden. Also Leute, Udo hat jetzt eine Challenge, der hat 350 Euro Gutschein gezogen. Er darf sich jetzt in jedem Laden, wo er rein will, 15 Minuten Zeit nehmen. Ey, Junge, scheiße, Mann. Und sich was aussuchen. So Leute, wir sind jetzt im Nike Store, das ist der erste Laden. Guck mal, deswegen und jetzt, hier, guck mal, nimm mal kurz und auf. Jetzt hier. Starten wir die Zeit. Uhr, der lenkt dich nur ab, jetzt weißt du. Nein, nein, das zählt noch das nicht. Das zählt schon. Uhr, renn los, renn. Der geht los. Ey, der hat einfach 350 Euro gezogen. Leute, das da war sagt einfach er die zu höchste. Mir gab es vielleicht 500, ich das war die höchste Summe. Leute, was sagt er zu den Schuhen? Uhr, mach mal kurz Schuhmodel. Aha, genau. Aber Uri, wieso fragst du mich, ob ich die schön finde? Schau mal, was für Schuhe ich aussuche. Ja, nee. Ich finde die geil, Uri. Passt zu deinem Outfit. Leute, das ist mein Outfit.
Und Ur hat noch wirklich sage und schreibe 7 Minuten und ein paar Sekunden. Mal gucken, was er findet. Okay, Leute, Ur hat noch 2 Minuten. Was hast du bis jetzt, Ur? Der hat schon Tüte ein bisschen was eingepackt. Okay, alles klar, Bakalom. Heide. Sollen wir denn jetzt noch 5 Minuten geben? Ich weiß nicht, eigentlich nicht der erste Laden. Schatzi, du bist doch schon fett. Don't worry, be happy. Okay, Schatz, ich geh mal zahlen, komm. Ich esse eine Billige damals. Stramm, Bruder. Du hast dein Gutschein schon gezogen. So, Leute. Du hast schon noch viel Plus. Du hast jetzt zu viel. Aber jetzt McDonald's essen wird auch abgezogen. Nein, 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 du hast zu viel. Was? Leute, wir haben jetzt einfach wirklich bei Nike nur 76 Euro ausgegeben. Ihr seht es ja, ich habe es eingeblendet. Und Ur hat jetzt noch 200. Wir haben auch Tabasco aus Afrika sogar benutzt. Knapp 280 Euro übrig. Und jetzt gehen wir erstmal bei McDonald's was essen. Und dann, stabil! Dann geht's weiter. Stabil! So Leute, wir haben Essen bestellt und alles ist angekommen. Ein bisschen wenig für 3. Also ich freue mich am meisten auf 4. Komm mal. Wir essen jetzt kein Fleisch mehr, Fisch mehr. Bakalum. Deswegen haben wir jetzt erstmal Fisch mehr probiert. Wir gucken mal, wie es schmeckt. Ich sag euch. Machen wir Live-Test. Der Burger sieht schon mal komisch aus. Sieht voll lecker aus. Wie schmeckt? Gut. Alter, Fisch schmeckt, Jack. Ich esse jetzt auch Fisch schmeckt. Yeah, wo willst du denn, Ur? Lacoste. Was gibt's da? Mütze. Okay, alles klar. Mal gucken. Das ist so schön geschmückt. Ich liebe es, wenn die so schmecken. Oh, ich sag, Mama, die soll einfach so Krokodil drauf nehmen. Die ist aber richtig dünn. Aber... Nee, lass mal. Der arme Alter, seine Mütze ist auch nicht hier. Jetzt guckt er nach anderen Sachen. Was sagst du dazu, Schatz? Ich sag, das ist Chef der Mordekrieg wieder ausgezahlt. Der hockt sich hier nur. Wenn ich sage, gehe ich nochmal in Nike und hol nochmal was. Hol mir aus Prinzip einfach nur nochmal die gleichen Sachen. Alter. Nee. Hast du gehört? Jetzt kommt er mal. Wir denken, der ist bei Gewinnspieler, der 1000 Euro sagt. 1000 Euro hat dir dein Bruder 5 Monate. Ur hat Emre gerade richtig verarscht. Der hat gerade richtig gezittert. Ich habe überhaupt nicht. Hab ich gezittert, oder? Natürlich hast du gezittert. Da, Jimmy Choo, geh, such jetzt 3 Paare Schuhe aus, ich hol dir alle 3. Leute, Udo hat kurz die MCM-Tasche hochgehalten und sagt so, holst du mir? Der sagt so, Wandler. Da haben wir geguckt, auf Preis 400 Euro. Aber Udo hat nicht geholt. Nein, das kann ich meinem Bruder nicht antun. Das ist Bruderliebe, was geht? Dafür geben wir jetzt Gucci. Und du? Das ist meine Mütze. Du willst nicht so, du das, warum? So, du willst deinem Bruder, damit der kein Geld ausgibt, oder warum? Das ist die Weste? Krank. Echt? Wallah, sieht aus wie vom Pazar. Okay. Nein, aber sieht gut aus. Ja, aber ich die Mütze jetzt. Weil Weste, egal oh ob... Oh mein Gott, das sind die Mützen. Wo? Sag mal. Swag, man. Welches beste Deal oder wie? Sag mal. Krank. Gefällt dir jetzt oder nicht? Sieht gut aus, Mann. Krank aus. Echt? Ja, Mann. Ja, probier mal die an. Weiß ich, blau. Ich kann mir auch sagen. Ja, deine Haare sehen krank aus. Ja, Alter. Ah, Junge, was ist los? Maschine. Meine sind halt egal, auch so. Egal, dein Bett nach Nüssen juckt mich. Meine Haare sind auch krank. Okay, komm, schnell. Heide, heide, heide. Helfen dir auch geil, ganz ehrlich. Nicht besser, oder? Zieh mal, mach mal das, wenn du ein Rot zum Beispiel tragen willst. Zieh mal nach hinten und mach mal das Ding nach vorne. Das ist low. Der ist die nicht besser, Mann. Die ist noch ein bisschen dicker. Wallah, ich hab keine Ahnung, hol. Erzähl mir, Bruder. Das Mädchen hat diese Mütze. Ja. Und die hat halt hier einen Fehler. Okay. Und ich hoffe, die holt die halt nicht, damit ich die holen kann, weil die hat bestimmt gleich die Erkrankung. Ach so, die Mütze hat keinen und die hat einen. Und sonst gibt's keins mehr. Nein. Morgen geh hin und sag, ich hab Läuse, ich hab die schon aufgehabt. So wie ein Zucker. Junge, nein. So smart.
Maschine. Ja. Jetzt bohren bei Pol. Was ist das? Du denkst, wir sind nicht am Pause. Du meintest. Du hast mich falsch verstanden. Du willst, yeah. Hol ich ihn da raus. Hab ich gesagt. Klein. Alle mein Make-up. Das Original ist. Qualität oder was? Mann, ey, das ist anders. Voila. Erzähl mal, wie ist das? Erzähl mal kurz. Das ist anders. So, wir sind jetzt im Hugo Boss. Es ist gleich 20 Uhr. Leute, wir sind wieder im Auto. Für uns geht es jetzt nach Hause. Hat er gerade einen Red Bull aufgemacht? Ja. Yeah. 3,50 minus. Wo ist der? Wo ist der nicht? Auf jeden Fall, es ist jetzt genau 8 Uhr, nee, schon 10 nach 8. Wir waren bis 8 wirklich in jedem Laden, wo es gab, aber Uhr hat leider keine weiteren Sachen gefunden. Einfach nur 100 Euro ausgeben. Uhr, was sagst du dazu? Was soll ich sagen? Ja, jetzt ist scheiße gelaufen, aber nächstes Mal vielleicht. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, lassen Uhr jetzt hier ab. Uhr, zeig es mal. Ja, okay, Qualität ist super. Und Uhr hat, was hast du geholt? Komm, erzähl mal kurz, Uhr. Komm, bis nach vorne. Warte mal, wieso sieht man, sieht nichts. Warte, wir machen jetzt Special Effects, Leute. Yes. Wow. Was hast du geholt? Zwei Hosen. Yes, von? Nike. Mhm. Eine Jacke von Nike. Mhm. Und dann noch eine Mütze von Ralph Lauren. Wow. Und sonst? Wie viel hast du ausgegeben? 100. 100 Euro. Gutschein war 350 Euro. Emil, was machen wir jetzt? Was sollen wir machen, oder? Das ist eine gute Frage jetzt. Nichts, egal. Ja, guck mal, Alter. Nein, jetzt gibt's nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Man muss sagen, du hättest ja auch vielleicht 5 Euro ziehen können. Und dann wäre ja, okay. Nee. Deswegen. Habt ihr auch 5 Euro gemacht? Wie ehrenlos ihr seid. Und was ist das andere jetzt? Das siehst du dann, wenn das Video online ist. Aber das ist dein Cashout. Haschle. Ja, Uwe hat Gutschein gewonnen, ein Mann, ein Wort. Das muss auch sein, gell, Emosch? So ist es. Alles klar, für die nächsten 3 Jahre gibt es weder Haschle noch Einkaufen, nichts mehr. Also, wie? 2025, nächster Vlog mit Uwe. Hast du noch was zu sagen für den Vlog? Wir beenden ihn jetzt? Nee. Sag doch was, Alter. Du bist du behindert. Sag doch abonnieren. Mach doch abonnieren, kann er liken. Ja. Er sagt, gib Geld zurück, geh diese Kalle. Für was bist du bezahlt? Der nimmt das gleich hier wieder. Auf dabei. Leute, so mach mal. Vergesst nicht zu abonnieren, yes. Liken, kommentieren, auf Instagram zu folgen, TikTok. Ich mal. Und boah. Das war's. Okay, das war's. Dankeschön. Okay, Leute, macht's gut. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.